Hallo liebe Freunde, wir sind zurück im Daily Ranking in Rocket League und ich habe mir gedacht, heute mache ich es mir mal richtig schwer. Ich spiele nämlich eine Runde den Paladin. Das ist mit Abstand kleinste Auto in Rocket League. Und wo bin ich hier schon wieder gelandet? Einer springt vorbei, der andere macht gar keine Angabe. Nein, vorbeigesprungen. Wieder alle vorne, dann müssen wir wieder zurück. Okay, und den ab. Er nimmt doch den und der kommt gut. Der kommt. Aha. Schade. Schade, schade, Schokolade. Oh, er hat mir geklaut noch den. Oh, fuck. Schade, schade, Schokolade. Wir müssen hier wieder mit Defensiv spielen. Jetzt der vorne. Oh fuck. Versprung. Ha! Ich stand richtig. Sehr schön. Ich habe gesehen, dass er den flach mir auf die Fresse spielt. Ah, verdammt. Nein, zu steil. Schön geluft. Und ja, voll drin. Thanks. Dort noch einen Boost mitgenommen und dann schön reingelupft. Ich mag den Paladin eigentlich ganz gerne, weil wenn man trifft, sind es echt relativ schnelle, scharfe Schüsse. Und man wird nicht so viel weggerammt, weil er halt so klein ist. Den hat er ein bisschen besser genommen als ich. Ah, schön. Schön, schön. Da war sogar ein Assist für mich drin. Hat er schön gespielt, kann ich nichts sagen. Dort nochmal verlängert. Gut ausgespielt. Ich müsste hier sogar nicht mal im Solo, sondern im Normalen sein. Krass, dass die gerade so schlecht sind, die Gegner. Ja, hier, Party im Gegnerteam. Wundere mich, dass die so... Oh. Oh Gott. Jetzt hab ich gejinxt. Hab ich gesagt, dass die so schlecht sind. Ja, wie gesagt, ich hab's gejinxt. Wollten wir jetzt bloß den... Oh, da ist einer AFK und einer gegangen. Okay. Alles klar. Einer aus der Party ist gegangen. Es hat zwei Partys, ist natürlich super. Jetzt müssen wir bloß noch runterspielen. Ganz gespannt. Am besten ohne uns gegenseitig die Bälle zu klauen. Ohne uns gegen sich die Bälle zu klauen. Ja, schöner Pass. Schöner Pass. Den konnte ich super verwerten, da wo ich gerade stand. Hui. Ach, das ist schon, das ist nur noch einer. Hui, und er fällt genau vom Tor runter. Zick, aber gegen einen ist halt nicht schwierig. Ja, sogar ziemlich weit oben erwischt. Das wäre auch gegen drei Leute ein krasses Ding gewesen. Aber vielleicht können wir ihn ja einfach mal jetzt die Zeit runterlaufen lassen.
Wenn ich nicht rausgehen will. Chip, 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 chip. Ich war schon abgewehrt. Hat er schön gemacht. Mal nichts sagen. Und da habe ich gar nicht hochgekommen, wenn ich nicht mal meinen Doppelsprung benutzen würde. Und der kommt sogar noch. Ach, da ist einer von uns rausgegangen. Das ist ja, warum geht denn bei uns einer raus? Finde ich irgendwie Quatsch. Muss man nicht bis zum Ende spielen, den Sieg zu kriegen? Aber ich kann Leave Match machen. Du wirst gar nicht gewertet? Das ist echt doof. Weil ich hinter den Ball komme. Nee, ich muss Rückwärtssalto machen. Warum spielt er jetzt gegen mich? Das verstehe ich nicht, warum er den Ball dort reinmacht. Gut gerettet. Tja, wenn alle halt rausgehen, bin ich der MVP. Logisch. Ja. War das normale Solo-Rangliste? Komisch. Naja, merkwürdiges Match. Was soll's. Ist einer von seinem Teammate irgendwie gelieft. Ist ein bisschen merkwürdig. Da habe ich einen Einsatz verpasst. Ich habe gerade eine ganze Weile rumgemacht und ich hatte irgendwie immer einen Fehler 67 und deswegen war ich gerade ein bisschen Brain AFK. Sorry, willkommen zum zweiten Spiel. Oh, da war ich zu flach. Ich hab's noch versucht, aber dann kam keiner mehr von mir. Wort für Vorfeld. Ernsthaft. Jungs, nur weil ihr es wieder nie könnt. Hätte halt höher springen müssen. Doppelsprung nach oben. War halt wieder keiner hinten und der fährt genauso wieder drauf. Volles Ballett. Ja, das war irgendwie Quatsch. Und der kommt natürlich rein. Warum kann er nicht hinten bleiben? Warum kann ich hinten bleiben? Wow. Ich stehe ja bei der gleichen Ecke, Jungs. Das ist vollkommen nutzlos. Und ich mache so eine Scheiße, Mensch. Ja.
Okay, den habe ich verkackt. Ich habe also auch meinen Anteil da dran. Es hilft halt nicht, wenn man irgendwie 10 Minuten nicht spielt und dann irgendwie rumpöbelt und dann nicht mehr den richtigen rumprobiert und dann nicht mehr den richtigen Einstieg hinkriegt. Wow. Volltrottel. Ja, danke. Der spielt halt gegen uns aktiv gerade. Der da jetzt schon Backler, weil wir nicht aufgegeben haben, ne? Sehr schön. Alle. Ne, einer bei denen ist halt noch. Moment mal. Einer bei denen war gerade missing. Ja, verdammt. Was soll das, Alter? Was soll die Scheiße? Ja. Report. Unsportsmanlike Conduct. Mute. Volltrottel, ey. Es ist halt eindeutig, dass der keine Lust hat, mit uns zu spielen. Soll er einfach leaven, Mann, ey. Ja, geh wenigstens AFK, Volltrottel. Sowas ärgert mich. Das ist einfach vollkommen unnötig, so zu spielen. Ja, genau, dann halt diese Rettungsaktion. Wofür? Weil wir halt nicht surrendered haben, als es 0-1 stand. Ja, Mann. Manche Leute haben echt keine Lust, irgendwie ein Spiel für Spaß zu spielen anscheinend. Oh, fuck. Das hat auch nicht geholfen, dass er mich dann noch überholen will. Was soll sowas? Ernsthaft. Kann ich aber schlafen gehen oder so? Da hätte ich lieber kein Match gefunden, anstatt so eins, ey. Wenn der Experte halt Master und Legenden deklassiert. Geil. Wobei ich jetzt auch gesagt habe, es liegt wieder nur an Punkten, aber... Ich habe genauso Quatsch gebaut und der hat halt wirklich aktiv gegen uns gespielt. Was soll sowas? Damit gewinne ich doch nichts. Also was ich damit hinkriege, ist, dass ich anderen Leuten das Spiel abfacke und mir selber den Spaß abfacke. Wow, hab ich viel gekonnt. So, willkommen zur dritten Runde. Ich mit einer mit einem 300er Ping. Ja, herzlichen Glückwunsch. Warum spielt er Ranked? Vielleicht trifft er ja trotzdem. Der Nomixium.
Ja, dann kam zumindest kein scharfer Schuss für ihn raus. Oh fuck. Ja, das geht natürlich auch. Lol, der hat dich getroffen bei mir. Aber ist okay. Oh, habe ich glaube jetzt gerade jemanden weggekickt. Ah, ich bin letzter Mann. Hinten bleiben. Oh, war ich letzter Mann oder nicht? Keine Ahnung. Dum, 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 dum. Komm schon, spiel ihn. Ach, verdammt, viel zu schwach. Oh, fuck. Na, schade, war ein Versuch. Hinten, okay. Haben wir dahinter gefahren? Wofür stellt er sich vor mich? Wofür stellt er sich vor mich? Ich verstehe es nicht. Oh, den nimmt er nicht, den nimmt er nicht. Er liegt direkt vor ihm und den nimmt er nicht. Ach, verdammt. Wieder falsch. Falsch abgeschätzt. Falsch abgeschätzt. Okay, die beiden da vor, dann bleib ich hinten. Komm schon, ihr schafft das. Rein da. Wieder, Guido. Sick. Auch mir wieder derjenige mit den wenigsten Punkten. Naja, was soll's. Oh shit. Wollte ich nur abwehren, dass er den nicht einfach so spielen kann. Springt halt über mich? Wirklich? Warum? Oh Mann. Muss halt wirklich hinbleiben. Sonst kontern die dich selber aus. Eiskalt. Geht's aber schnell hin und her. Fuck. Vorlage. Ach, er macht doch die Vorlage nicht rein. Oh Mann.
Ich habe zwei so schöne Vorlagen gemacht, hätten keine einzige haben sie versenkt. Naja, was soll's, haben wir gewonnen. Sie haben ihr Tor gemacht einmal. Das reicht. Ja, das war's für heute. Habe heute ein bisschen länger gebraucht zum Aufnehmen. Über eine halbe Stunde, krass. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Und es tut mir leid, dass der zweite Mensch ich so sauer geworden bin. Aber ich weiß nicht. Ich finde Leute, die einfach nur zum Trollen ein Spiel spielen, das ärgert mich immer sehr. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.